Hi, heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in das Schnittprogramm Premiere Pro CS4 von Adobe geben. Dieses Tutorial erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll euch vielmehr befähigen, einen rudimentären Schnitt durchzuführen. Wenn ihr Premiere das erste Mal öffnet, müsst ihr erstmal ein neues Projekt anlegen. Das nennen wir jetzt einfach mal Tutorial. Und dann fragt euch Premiere, in welchem Format das Projekt sein soll. Und das Format sollte mit eurem Videoformat, mit dem ihr aufgenommen habt, übereinstimmen. In meinem Fall wäre das AVC HD, klicke ich drauf, 1080p und 25 Bilder pro Sekunde und auf OK klicken. So, jetzt, das ist der Arbeitsbereich von Premiere. Wenn der bei euch ein bisschen anders ausschaut, dann klickt auf Fenster, Arbeitsbereich und geht auf Bearbeitung. Wir wollen jetzt unser Filmmaterial bearbeiten. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier alles sehen. Auf der linken Seite haben wir hier unseren Media Pool. Da ziehen wir dann alle unsere Dateien rein, mit denen wir später in der Zeitleiste hier unten arbeiten wollen. In der Mitte seht ihr Effekteinstellungen. Dann gibt es hier den Audiomixer. Und hier habt ihr den Quellmonitor. Da könnt ihr euch dann das Material aus dem Media Pool anschauen. Auf der rechten Seite ist der Schnittvorschau-Monitor. In dem Schnittvorschau-Monitor seht ihr immer das Material, was hier unten in der Zeitleiste liegt und könnt es euch hier mit Play anschauen. Unten ist die Zeitleiste. Auf der rechten Seite unten haben wir die Werkzeuge, die wir für den Schnitt brauchen. Da komme ich dann später auch noch dazu. Und auf der linken Seite unten haben wir Vorlagen, die wir für Effekte oder Überblendungen verwenden können. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Zuerst brauchen wir unser Material, was wir in der Zeitleiste bearbeiten wollen. Dazu klicken wir im Media Pool rechts und gehen auf Importieren. Und dann suchen wir uns unser Material, was wir bearbeiten wollen. Ich habe das hier alles mal in den Ordner Premiere Pro reingeschoben. So, markieren wir alles, öffnen. Dann dauert es einen Moment. Und hier ist unser Material. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, können wir Ablagen erstellen. Dazu klicken wir wieder rechts im Media Pool, gehen auf Neue Ablage. Und diese neue Ablage nennen wir jetzt meinetwegen Filmmaterial. Und in die Ablage ziehen wir mittels Drag and Drop mal alle Filmdateien rein. Das sind einmal die und einmal die. Jetzt habe ich nämlich hier meine eine Audiodatei. Und hier habe ich meine Filmdateien. So, um Videos in die Zeitleiste zu importieren, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die erste, die einfachste, ist wieder mittels Drag and Drop. Wir fassen das Video an und ziehen es hier auf die Zeitleiste. So, jetzt ist es hier. Wir können es uns hier anschauen. Das ist aber wenig effizient, weil oft möchten wir nicht das gesamte Video in unserer Zeitleiste haben, sondern nur einen Teil haben. Also in dem Fall hätten wir, ich ziehe es gerade noch mal rein, am Anfang die Klappe und die Klappe wollen wir in unserem Video dann später nicht haben. Das heißt, die zweite Möglichkeit wäre, das Video doppelt anzuklicken. So, jetzt öffnet sich hier der Quellmonitor und im Quellmonitor können wir In- und Out-Point setzen. Wir gehen jetzt mal an die Stelle, von der wir es haben wollen. Sagen wir mal von hier und setzen jetzt mit diesem Knopf einen In-Point. Gehen wir ein Stück weiter, bis hierhin meinetwegen, und setzen einen Out-Point. Und jetzt haben wir insgesamt drei Möglichkeiten. Wir können entweder nur das Bildmaterial vom In- bis zum Out-Point importieren. Dazu ziehen wir diesen Filmstreifen hier in die Videospur rein. So, können wir uns wieder anschauen. Jetzt haben wir nur das Bildmaterial. Wir können nur das Tonmaterial zwischen In- und Outpoint importieren. Dazu ziehen wir den Lautsprecher auf die Tonspur runter. Dann hätten wir hier die Audiodatei. Hier seht ihr übrigens das Signal der Audiodatei. So. Oder wir können beides zusammen importieren. Und dazu ziehen wir einfach den Monitor, den wir hier sehen, auch wieder runter auf die Zeitleiste. So. Mit diesem Regler hier unten zwischen den kleinen und den großen Bergen könnt ihr in den Arbeitsbereich reinzoomen. So, holen wir uns gleich noch ein zweites Video. Auch wieder
Inpoint setzen, Outpoint setzen und ich will alles haben. Das heißt, ich ziehe den Monitor runter in die Zeitleiste. Kommen wir nun zu den Effekteinstellungen. Angenommen, wir wollen nun eine kleine Aufblendung haben. Das heißt, unser erster Clip soll aufgeblendet werden. Das funktioniert bei Premiere alles über die Effekteinstellungen und immer auf dasselbe Verfahren. Und zwar haben wir hier vordefiniert einige Reiter. Hier sehen wir Bewegung, Deckkraft, Zeitneuzuordnung und weil wir hier noch die Audiospur dabei haben, Lautstärke. Wir wollen die Deckkraft manipulieren, denn am Anfang soll die Deckkraft 0% betragen, das heißt, unser Video soll nicht sichtbar sein und ab einem bestimmten Punkt soll die Deckkraft 100% betragen. Da soll das Video dann voll sichtbar sein. Und zwischen diesen 0% und 100% soll nach und nach aufgeblendet werden. Und das funktioniert mit allen anderen Effekten gleichermaßen. Wir klicken jetzt hier auf Deckkraft und definieren uns, am Anfang soll die Deckkraft 0% betragen. 0%. Jetzt suchen wir uns unseren zweiten Punkt, unseren Endpunkt. Den setzen wir meinetwegen mal hierher. Und an diesem Punkt soll die Deckkraft 100% betragen. Stellen wir ein, 100%. So, jetzt sehen wir unser Video auch wieder. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wird das Video langsam aufgeblendet. Ihr könnt diese Keyframes, die ihr hier gesetzt habt, auch frei verschieben. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel länger einblenden. Und ihr seht hier unten in der Zeitleiste auch die Kurve der Deckkraft. Das heißt, hier ist sie 0 und da ist sie 100 und hier wird hochgeblendet. Wichtig ist immer bei diesen Einstellungen, dass diese kleine Stoppuhr hier vorne aktiviert ist, denn nur dann werden eure Keyframes aufgenommen. Wenn die jetzt nicht aktiviert werden, das können wir gerade mal ausprobieren, ist sie nicht aktiviert, kann ich zwar hier die Deckkraft immer noch variieren, aber ihr seht, dass hier kein Keyframe erstellt wird. So, machen wir das nochmal rückgängig. Wir aktivieren die Stoppuhr, setzen es am Anfang auf 0%, setzen es etwas später wieder zurück auf 100%. So, nun haben wir wieder unsere Aufblendung. So, jetzt widmen wir uns mal den Schnittwerkzeugen, die wir hier unten sehen. Da gibt es zum einen das Auswahlwerkzeug, mit dem wir eigentlich schon die ganze Zeit gearbeitet haben. Mit dem können wir die Clips direkt in die Zeitleiste ziehen. Wir können die Clips in der Zeitleiste verschieben. Wir können sie kürzen oder verlängern, wie wir wollen. Das zweite wichtige Werkzeug ist Löschen und Lücke schließen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir in diesem Clip ein bisschen zu viel haben. Wir wollen diesen Rest, den wir hier hinten noch sehen, nicht haben. Es soll gelöscht werden. Das könnten wir natürlich mit diesem Auswahlwerkzeug machen. Aber wenn wir das mit dem Auswahlwerkzeug machen, dann seht ihr, dass hier eine Lücke entsteht. Und das wollen wir nicht. Vor allen Dingen bei umfangreicheren Projekten ist es immer sehr lästig, dann alle anderen Clips, die dahinter sind, noch an die richtige Stelle zu verschieben. Deswegen nutzen wir hier dieses Löschen und Lücke schließen Werkzeug. Wenn wir nämlich hiermit den ersten Clip etwas verschieben, etwas kürzen, so, dann schiebt sich der zweite Clip, der dahinter kommt, und alle anderen Clips, die auch noch dahinter kommen, automatisch an den ersten dran. Damit hätten wir die Lücke geschlossen und haben den ersten Clip etwas zugeschnitten. Das dritte wichtige Werkzeug ist das Rollenwerkzeug. Ist ähnlich wie das Löschen und Lücke schließen Werkzeug. Wenn ich jetzt hier mit dem Rollenwerkzeug etwas nach vorne gehe, wird der erste Clip etwas zugeschnitten und der zweite Clip um denselben Betrag nach vorne hin verlängert. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Und im Vorschau-Monitor der Zeitleiste seht ihr seht ihr die beiden Ansichten der beiden Clips und könnt das dann ganz genau trimmen. So. Dann gibt es das Rate-Ausdehnen-Werkzeug. Das ist das hier. Das Rate-Ausdehnen-Werkzeug kann dazu verwendet werden, um Zeitlupe oder Zeitraffer zu erzeugen. Wir können auf eine sehr einfache Art und Weise das Video länger machen. Das wäre dann Zeitlupe. Sieht dann so aus. Oder kürzer, also Zeitraffer. Das würde dann so aussehen. Wesentlich schneller.
Dann haben wir hier noch die Rasierklinge. Die Rasierklinge ist im klassischen Sinne das Schnittwerkzeug. Damit können wir einen Clip beliebig oft zerteilen und diese Stücke, die sich dann bilden, können wir wieder frei verschieben. So, das mache ich gerade mal schnell rückgängig. Damit unser Projekt ein bisschen übersichtlicher ist, wollen wir uns jetzt nur mal mit der Videospur beschäftigen. Das heißt, die Audiodateien, die beachten wir mal nicht und wollen sie zu diesem Zwecke weglöschen. Wenn wir jetzt die Clips aber einzeln auswählen, sehen wir, dass die Audiospur immer an der Videospur dranhängt. Dafür müssen wir die Verknüpfung aufheben, um die Audiospur separat weglöschen zu können. Dafür klicken wir den Clip rechts an, gehen auf Verknüpfung aufheben. Nun können wir die Audiospur auswählen und weglöschen. Dasselbe Spiel mit allen anderen auch. Rechts anklicken, Verknüpfung aufheben, Audiospur weglöschen. Rechts anklicken, Verknüpfung aufheben, Audiospur löschen. Und nochmal Verknüpfung aufheben, Audiospur auswählen, löschen. So. Ähnlich wie unsere Aufblendung am Anfang wollen wir nun zwei Clips ineinander überblenden. Hierzu müssen wir wissen, dass Videos auf höheren Videospuren, also 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem, wie viele Spuren ihr gerade habt, darunterliegende verdecken. In diesem Beispiel hätten wir hier noch Clip 1 sichtbar und sobald hier in der zweiten Videospur der zweite Clip anfängt, seht ihr den zweiten Clip, obwohl darunter ja noch Clip 1 steht. Kann ich verschieben? Jetzt seht ihr wieder Clip 1. Jetzt ziehe ich es noch ein bisschen drüber und schon seht ihr nur noch Clip 2. Clip 2 verdeckt also Clip 1, weil Clip 2 über Clip 1 liegt. Nun haben wir uns am Anfang ja schon zunutze gemacht, dass wir die Deckkraft eines Videos manipulieren können. Und ähnlich machen wir das jetzt hier auch, um Clip 2 in Clip 1 überzublenden. Oder Clip 1 in Clip 2 überzublenden. Das heißt, am Anfang soll unser Clip 2 wieder eine Deckkraft von 0 haben und am Ende, nämlich genau an dieser Stelle hier, soll unser Clip 2 eine Deckkraft von 100 haben. Das heißt, Clip 2 soll voll zu sehen sein und Clip 1 soll nicht mehr zu sehen sein. Und dann haben wir unsere Überblendung. Also machen wir das mal. Wir wählen Clip 2 aus, gehen auf Effekteinstellungen, unserem mittleren Fenster. Und manipulieren die Deckkraft. Deckkraft auswählen, Stoppuhr ist aktiviert, ganz wichtig. So, stellen ein, 0% am Anfang. So, jetzt soll an dieser Stelle Clip 2 eine Deckkraft von 100% haben. Das heißt, wir gehen an die Stelle und stellen hier einfach 100% ein. 100%, wir sehen wieder hier unsere Kurve von 0 bis zu 100% wird aufgeblendet. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, haben wir zuerst unsere einleitende Überblendung und jetzt wird Clip 1 in Clip 2 übergeblendet, so wie wir es haben wollen. Die anderen Clips, die schieben wir mal noch dran. Auf genau dieselbe Art und Weise, wie wir jetzt mit der Deckkraft verfahren haben, können wir mit jedem anderen Effekt auch verfahren, den wir in Premiere auf unsere Clip-Dateien draufschieben können. Beispielsweise wollen wir jetzt noch mal einen Effekt zu dieser Datei hinzufügen. Dazu gehen wir zu Videoeffekten auf der linken unteren Seite, Videoeffekte, und wählen beispielsweise Stilisieren, Konturen finden. Wir nehmen diesen Clip via diesen Effekt via Drag and Drop und ziehen ihn auf den Clip, den wir beeinflussen wollen. Und ihr seht jetzt, dieser Effekt, der sucht nach Konturen im Bild und stellt sie fast schwarz-weiß auf eurem Vorschau-Monitor dar. Jetzt soll aber dieser Effekt nicht über den gesamten Zeitraum des Clips ablaufen, sondern meinetwegen nur von hier bis hier. Und er soll langsam zunehmen. Am Anfang soll er nicht zu sehen sein, der Effekt, und ganz am Schluss soll er voll zu sehen sein. Wir haben den Effekt auf den Clip gezogen und sehen ihn nun auch hier in den Effekteinstellungen, Konturen finden. Jetzt können wir mal schauen, was wir bei dem Effekt alles manipulieren können. In dem Fall ist das sehr einfach. Wir können hier nur den Reiter mit Original Mischen beeinflussen. Aber das reicht uns auch schon. Am Anfang soll das Original voll durchscheinen.
Wir aktivieren wieder unsere Stoppuhr, um Keyframes einzufügen. Am Anfang soll das Original voll durchscheinen. Die Stelle passt in etwa. Voll durchscheinen heißt mit Original mischen 100%. Wir schauen auf unserem Vorschau-Monitor, wir sehen das Original, wir sehen keinen Effekt, so soll es sein. Das ist unser Startpunkt. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, meinetwegen bis hierher. Hier soll der Effekt dann voll zu sehen sein, das heißt, mit Original mischen würde er auf 0% stehen, weil wir den Effekt voll haben wollen. Wir sehen in unserem Vorschau-Monitor, wir sehen den vollen Effekt, wir sehen nur die Konturen. Hier in unserem Effektbereich sehen wir unsere Kurve. Am Anfang wird es voll mit dem Original gemischt. Man sieht nur das Original und am Schluss wird es mit 0% mit dem Original gemischt. Das heißt, das Original ist nicht mehr sichtbar. Ein schöner Verlauf. Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben zuerst unsere Überblendung und jetzt wird diese Kurve aktiv, wird unser Effekt langsam aufgeblendet. Das heißt, die Keyframe-Animation in Premiere funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Darauf achten, dass die Stoppuhr aktiviert ist, Keyframes hinzufügen, Anfangs- und Endpunkt definieren und die Einstellungen für den Anfangs- und Endpunkt einstellen. Nun wollen wir uns mal an einer anderen Überblendung probieren. Es gibt bei Premiere auch hier unten im linken unteren Monitor Videoüberblendungen. Das sind vordefinierte Überblendungen, die ihr verwenden könnt, von denen ich aber eigentlich abraten würde. Da findet ihr zum Beispiel solche Überblendungen denen, die könnt ihr nehmen und zwischen zwei Clips ziehen. So, jetzt seht ihr, dass hier diese Überblendung sitzt. Wenn wir uns das anschauen, dann sieht das in dem Fall so aus. Diese Überblendungen sind bei den meisten Schnittprogrammen dabei. Und sind häufig in Urlaubsvideos zu finden, wirken aber im Allgemeinen relativ amateurhaft. Wir wollen uns jetzt mal an einer Weißblende probieren. Wir haben hier vorne im Grunde eine Schwarzblende gehabt. Wir sind von Schwarz zum Clip übergeblendet. Und nun wollen wir mal vom Clip auf eine Weißblende, also auf eine weiße Farbfläche überblenden. Und von dieser weißen Farbfläche dann langsam wieder zu unserem letzten Clip überblenden. Hierfür brauchen wir erstmal eine weiße Farbfläche. Die weiße Farbfläche, die können wir uns ganz einfach mit irgendeinem Zeichenprogramm erstellen. Also ich mache das mal schnell mit Photoshop. So, unsere weiße Farbfläche müssen wir nun wieder importieren. Das heißt, Medienpool, Rechtsklick, importieren, weiße Farbfläche und da ist sie. Die können wir nun wieder mittels Drag and Drop. Was anderes macht hier weniger Sinn. Also die weiße Farbfläche verändert sich über die Zeit ja nicht. Das heißt, den Quellmonitor zu öffnen ist hier sinnlos. Mittels Drag and Drop in unsere Zeitleiste ziehen. Wir wollen von diesem Clip auf diesen Clip überblenden. Das heißt, die weiße Farbfläche muss wieder beide Clips überlappen. Wir machen das nämlich jetzt genauso, wie wir es hier vorne schon gemacht haben, bei Clip 1 und 2, dass die weiße Farbfläche von 0% Deckkraft auf 100% Deckkraft aufgeblendet wird. Damit überdeckt sie die Clips drunter. Und dann von 100% wieder auf 0% abgeblendet wird. Damit werden die Clips, die darunter liegen, wieder sichtbar. Wir stellen jetzt aber fest, wenn wir unsere weiße Farbfläche hier reingezogen haben, dass die den Bildschirm gar nicht voll ausdeckt. Das heißt, wir müssen die Größe dieser weißen Farbfläche an den Bildschirm anpassen. Hierzu können wir auf die weiße Farbfläche rechtsklicken und auf Framegröße skalieren klicken. Okay, ist schon besser, aber wir sehen immer noch auf der linken und rechten Seite diese Ränder. Jetzt können wir, ausgewählt ist es noch, in den Effekteinstellungen den Reiter Bewegung öffnen. Im Reiter Bewegung findet ihr Position, damit könnt ihr die Farbfläche verschieben. Skalierung, das wird für uns gleich wichtig. Wir können die Farbfläche drehen, wir können den Ankerpunkt, der für gewöhnlich in der Mitte liegt, verschieben. Der Ankerpunkt ist der Punkt, um den dann letztlich auch gedreht wird. Wir wollen die Skalierung ändern und zwar wollen wir nur die Skalierungsbreite ändern. Die Höhe, die stimmt ja schon. Das heißt, gleichmäßige Skalierung können wir rausmachen, weil wir nach oben nicht mehr skalieren müssen. Skalierungsbreite tun wir jetzt mal verändern, bis die weiße Farbfläche
den Bildschirm voll ausdeckt. Das wäre jetzt der Fall. So, jetzt haben wir die weiße Farbfläche, die die Videos unten drunter schön verdeckt. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, eine weiße Farbfläche zu erstellen, die uns die ganze Anpassung an den Monitor erspart. Löschen wir die hier nochmal raus. Wir klicken in unser Medienpool mit der rechten Maustaste und gehen auf Neues Objekt Farbmaske. So, 25 Frames pro Sekunde stimmt. Das ist nämlich auch die Framerate unseres Aufzeichnungsformats. Okay. Wir wollen eine weiße Farbfläche, das heißt, wir wählen die Farbe Weiß und klicken auf OK. Weiße Farbfläche. Okay. Jetzt haben wir hier unsere weiße Farbfläche, die wir genauso wie hier oben schon mittels Drag and Drop in unsere Zeitleiste ziehen können und wir stellen fest, das passt gleich. Wir müssen es nicht mehr auf die Vorschaugröße skalieren. Okay, nun dasselbe Spiel wie vorhin auch schon. Wir müssen wieder Keyframes setzen, weiße Farbfläche, soll am Anfang die Deckkraft 0% haben, das drunter soll sichtbar sein. 0%. Deckkraft, die Uhr ist aktiviert. So. An dieser Stelle soll es die Deckkraft 100% haben. Alles drunter soll nicht zu sehen sein. Hier soll es auch noch auf 100% stehen. Ihr könnt auf diese kleine Raute klicken. Dann wird der Wert, der hier vorne steht, nochmal als Keyframe abgespeichert. Und dann soll langsam abgeblendet werden, sodass der Clip drunter wieder sichtbar wird. Also an dieser Stelle soll die Deckkraft meinetwegen 0% betragen. So. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wird zuerst die weiße Farbfläche aufgeblendet und langsam wieder abgeblendet. So, mit dem Bildschnitt sind wir nun fertig und wollen uns nun den Audiospuren zuwenden. Dummerweise habe ich die am Anfang gelöscht und muss die nun synchron wiederherstellen. Hierfür gibt es eine ganz schöne Funktion bei Premiere. Wir verschieben diesen Zeitanzeiger über den Clip, für den wir den Ton wiederherstellen wollen. Wichtig ist dabei, dass der Zeitanzeiger wirklich nur einen Clip abdeckt, also nicht so zum Beispiel, weil dann würde der Zeitanzeiger zwei Clips abdecken und Premiere wüsste nicht, für welchen Clip ich jetzt den Ton wiederherstellen wollte. Fangen wir also mit dem ersten Clip an. Der Zeitanzeiger deckt nur den ersten Clip ab und wir drücken M. Wenn wir M drücken, sehen wir hier oben wieder unseren Quellmonitor. Und der Zeitanzeiger sitzt genau an der Stelle im Quellmonitor, wie hier unten in der Zeitleiste. Jetzt setzen wir an diese Stelle einen Inpoint. Das ist unser Synchronisationspunkt. Nun können wir ein bisschen vorgehen und können einen Outpoint setzen. Wo der liegt, ist im Prinzip erstmal relativ egal. Und nun nutzen wir, dass wir einzelne Spuren in die Zeitleiste verschieben können und nicht gleich Video- und Audiodateien zusammenhängend. Wir wollen jetzt nur die Audiodatei verschieben, ziehen also den Lautsprecher an unseren Zeitanzeiger in der Zeitleiste. Der Zeitanzeiger sitzt immer noch an unserem Synchronisationspunkt, an dem wir hier den Inpoint gesetzt haben. Das heißt, die Bildinformation und die Toninformation stimmen jetzt wieder übereinander. Mit meinem Auswahlwerkzeug kann ich nun das Ende und den Anfang noch so weit verschieben oder verziehen, dass der gesamte Clip abgedeckt wird. Und das kann ich jetzt mit allen Clips analog machen. Also den Zeitanzeiger wieder über den Clip, für den ich den Ton herstellen will, ziehen. Dann M drücken. Ah ja, ihr seht, es tut sich nichts. Warum tut sich nichts? Weil ich die Videospur nicht ausgewählt hatte. Das heißt, ihr müsst die Videospur vorher noch auswählen. Dazu klickt ihr einfach hier im vorderen Bereich die Videospur noch an. Und ihr seht, die wird so ein bisschen heller. Und wenn ihr jetzt M drückt, dann passiert auch wieder was. So, nun haben wir alle Audiodateien wiederhergestellt. Nun kommen wir zum Tonschnitt. Der Tonschnitt funktioniert im Prinzip genauso wie der Bildschnitt auch schon. Das heißt, Audio-Auf- und Abblendungen funktionieren auf dieselbe Art und Weise, wie wir das schon mit den Videos gemacht haben. Über die Effekteinstellungen können wir eine Kurve definieren, einen Anfangs- und Ausgangspunkt.
die uns die Lautstärken an den entsprechenden Punkten definieren. Ganz wichtig ist, dass sich die Audiodateien beim Schnitt immer etwas überlappen, um die Audiodatei, die zu Ende geht, abzublenden und die Audiodatei, die gerade anfängt, aufzublenden. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr später im Filmmaterial unangenehme Knackgeräusche oder gar mal gar keinen Ton und das klingt später nicht besonders doll. Fangen wir also an mit unserer ersten Audiodatei, die hier. Die soll am Ende abgeblendet werden. Am Ende abgeblendet werden, meinetwegen von hier bis hier abgeblendet werden. Effekteinstellungen. Und hier sehen wir den Reiter Lautstärke. Über den Reiter Lautstärke und den Reiter Pegel können wir die Lautstärke des Clips manipulieren. An dieser Stelle soll die Lautstärke 100% sein oder 0 dB. Wundert euch da nicht, 0 dB heißt nicht, dass ihr nichts hört. Ihr hört trotzdem was. Das ist die Standardlautstärke. Wir setzen hier mit der Raute einen Keyframe und sehen, Keyframe erfolgreich gesetzt. Und am Ende soll die Lautstärke 0 betragen, beziehungsweise, wenn wir das hier ganz runterziehen, dann sehen wir hier minus unendlich, okay, zumindest hören wir dann nichts mehr. Jetzt haben wir den Clip schon mal abgeblendet. Den anderen Clip, der darunter liegt und auch schon überlappend da liegt, den müssen wir jetzt aufblenden. Damit wir ein bisschen mehr sehen, klicke ich hier mal auf den Pfeil, dann sehen wir nämlich die Kurve, den Kurvenverlauf in diesem Clip auch. Sagen wir, an dieser Stelle soll die Lautstärke 100% betragen oder 0 dB. Wir klicken wieder auf Lautstärke, Pegel, setzen einen Keyframe, 0 dB, das passt. Und am Anfang soll das Ganze minus unendlich dB bzw. 0 betragen. Da soll dieser Clip noch nicht zu hören sein. Noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr eine Spur unsichtbar machen wollt, das heißt die Spur soll für euch nicht mehr zu sehen sein, könnt ihr das machen, indem ihr entweder bei den Videospuren hier vorne das Auge deaktiviert, dann ist diese Spur für euch nicht mehr sichtbar. Wenn ich hier rüber scrolle, seht ihr im Vorschau-Monitor nichts. Wenn ich hier rüber scrolle, seht ihr wieder was, weil die Videodateien auf der Videospur 2 liegen, die sichtbar ist. Wenn ich die jetzt auch noch nicht sichtbar mache, seht ihr auch diese nicht mehr. Das Ganze geht auch mit den Tonspuren. So, es kann euch passieren, dass eure Audiospuren oder eure Videospuren nicht ausreichen. Wenn ihr also noch mehr Videos übereinander legen wollt oder noch mehr Audiospuren übereinander legen wollt, müsst ihr zusätzliche Audiospuren hinzufügen. Es kann zum Beispiel auch passieren, dass ihr eine Spur nur links ausspielen wollt, das heißt die Spur soll nur links zu hören sein und die andere Spur soll nur rechts zu hören sein, dann braucht ihr für diese beiden Kanäle, links und rechts, auch jeweils eine Spur. Achtet aber darauf, dass mit zunehmender Anzahl der Audio- oder Videospuren die Geschwindigkeit von eurem Programm deutlich abnimmt. Aber nun wollen wir mal schauen, wie wir zusätzliche Audio- oder Videospuren hinzufügen können. Dazu klickt ihr im vorderen Bereich, wo eure Videospuren auf oder Audiospuren aufgezählt sind, rechts und geht auf Spuren hinzufügen. Ihr könnt hier Videospuren hinzufügen. Das wollen wir jetzt mal nicht machen. Ihr könnt Audiospuren hinzufügen. Hierbei müsst ihr darauf aufpassen, was für ein Ausgangsformat die Audiodateien haben, die ihr auf diese Audiospur draufziehen wollt. Ihr könnt keine Stereo-Datei auf eine 5.1-Spur, die ihr hier auch auswählen könnt, draufziehen. Ihr könnt nur Stereo auf Stereo ziehen oder Mono auf Mono. Das heißt, wir haben momentan Stereo-Material, das heißt, ich müsste Stereo auswählen. Bei mir reichen aber die Audiospuren, das heißt, ich will auch nur Audiospuren hinzufügen. Stattdessen will ich eine Audio-Submix-Spur hinzufügen. Warum oder was das ist, dazu kommen wir gleich. So, unser Tonschnitt ist soweit nun auch fertig. Jetzt müssen wir noch die Lautstärken gegeneinander aussteuern. Und dafür nutzen wir unseren Audiomixer. Der Audiomixer ist im selben Bereich, wo schon unsere Effekteinstellungen waren, auf dem Reiter Audiomixer. So, hier sehen wir verschiedene Fader. Diese einzelnen Fader steuern die Lautstärke unserer einzelnen Kanäle. Fader 1 steuert die Lautstärke von Audio 1
Wenn ich den jetzt ganz runtersetze, achtet wieder auf die Audioaussteuerung und tue das Video wiedergeben. Und ziehe die Filmmusik, die hier unten sitzt, auch noch auf 0. Audio 3. Seht ihr, dass ihr nichts seht. Nun will ich Audiospur 1 nur links hörbar machen. Dafür gibt es hier oben diese Drehknöpfe. Mit den Drehknöpfen könnt ihr definieren, wie viele Anteile der Audiospur nach links hier oder nach rechts ausgespielt werden sollen. Wir wollen es ganz nach links ausspielen, rechts soll nichts mehr zu hören sein. Das heißt, wir drehen diesen Regler ganz nach links auf minus 100. Ganz rechts finden wir den Fader für unsere Gesamtlautstärke. Der ist wichtig, wenn ihr hier in den roten Bereich kommen würdet. Wir können jetzt mal schauen, klicken auf Play. Da haben wir hier aber kein Problem. Wir könnten die Lautstärke noch etwas nach unten regeln, müssen wir aber nicht. Kritisch wird es nur, wenn wir hier oben im roten Bereich sind. Nun kommen wir zur Submix-Spur, die wir vorhin angelegt haben. Über die unteren Felder, wo momentan überall Master drin liegt, können wir das Routing bestimmen. Wir können also sagen, ich möchte meine Audiospur 1 und meine Audiospur 2 nicht direkt zur Masterspur weiterleiten, wo dann alle Spuren zusammengefasst werden und ich alle Spuren mit dem Lautstärkeregler variieren kann, sondern die sollen erstmal auf die Submix-Spur 1 gelegt werden. Und das kann ich hier einstellen. Ich klicke auf das Feld, wo bis jetzt Master drin steht, gehe auf Submix 1, mache das hier auch. Und nun werden diese Spuren erst einmal zur Submix 1 Spur umgeleitet. Das heißt, ich kann mit dem Fader der Submix 1 Spur die Lautstärke dieser beiden Kanäle gleichzeitig definieren. Das macht hier auch Sinn, weil die Spuren 1 und 2 sind die Audiospuren für mein Filmmaterial und die Audiospur 3 ist die Audiospur für meine Filmmusik. Die Submix Spur 1 wird wiederum auf unsere Masterspur geroutet, weitergeleitet. So, nun sind wir fast am Ende. Einen Titel könnten wir unserem Film noch geben. Dazu müssen wir hier vorne erstmal etwas Platz schaffen. Das heißt, wir wählen alle unsere Clips aus und ziehen die ein wenig zurück. Okay, hier vorne soll nun ein Titel zu sehen sein. Dazu gibt es bei Premiere das Titelwerkzeug, das Titeltool. In der oberen Leiste klicken wir auf Titel, neuer Titel. Wir wollen ein Standard-Standbild haben. Wenn wir auf Standardrollen gehen, können wir einen klassischen Abspann erstellen, der dann durchläuft. So, wir benennen ihn mal mein erster Titel. Die Framerate 25 Bilder pro Sekunde stimmt immer noch. Der Titel-Editor funktioniert eigentlich wie jedes andere Textprogramm auch. Wir können uns ein Textfeld anlegen. Das ziehen wir jetzt mal auf. Dann tippen wir mein erster Film. Können das markieren, zentrieren. Können das gesamte Textfeld zentrieren, horizontal, vertikal. Okay. Machen wir das Textfeld vielleicht noch ein wenig kleiner. Wenn ihr fertig seid, dann schließt ihr das Fenster einfach und findet euren gerade erstellten Titel hier im Media Pool wieder. Den könnt ihr jetzt wie jedes andere Filmmaterial oder Audiomaterial einfach via Drag and Drop wieder auf eine eurer Videospuren ziehen, zuschneiden. Wenn ihr mit eurem Video zufrieden seid, dann können wir es nun ausspielen. Zu dem Zweck klickt ihr die Tastenkombination STRGM, dann öffnet sich euer Exportfenster. Als Format hier oben legen wir H.264 fest. Ihr könnt auch andere Formate wählen. Darunter im Vorgabenmanager könnt ihr verschiedene Profile auswählen. In meinem Fall habe ich mit 1080p High Definition mit 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Also wähle ich HDTV 1080p 25 Bilder pro Sekunde hohe Qualität. Darunter können wir den Namen für unsere Datei, die wir ausspielen wollen, für unsere fertige Filmdatei definieren. Und den Speicherort.
Wir wollen Video und Audio exportieren. Hier unten kommen Einstellungen für erfahrenere Nutzer. Wenn ihr weniger damit zu tun habt, beziehungsweise euch damit nicht auskennt, dann reicht es, wenn ihr hier oben das entsprechende Profil, mit dem ihr aufgenommen habt oder das ihr ausspielen wollt, auswählt. Das passt alles, dann können wir auf OK klicken. Wenn wir auf OK klicken, öffnet sich der Media Encoder von Adobe. Der Media Encoder ist im Grunde die Schnittstelle zwischen eurem Adobe Premiere Projekt, mit dem wir die ganze Zeit gearbeitet haben, was wir bearbeitet haben, indem wir unseren Film erstellt haben, und der fertigen Filmdatei, die wir jetzt noch ausspielen wollen. Dann klickt ihr noch auf Warteschlange starten. Und schon könnt ihr zuschauen, wie euer Film erstellt wird. Das war jetzt natürlich ein sehr einfaches Projekt, aber auf dieselbe Art und Weise könnt ihr umfangreichere, komplexere Projekte erstellen. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte in das Schnittprogramm und weiterhelfen konnte, selbst tolle Projekte zu erstellen.